Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Evil Within 2 mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir übel viel gemacht. Wir haben erstmal den ganzen Hof da vorne geklärt. Davor haben wir noch dieses Riesenvieh gekillt, das Kettensägenvieh. Die Kettensägenfrau mit den vielen Köpfen. Ich denke mir auch jedes Mal einen neuen Namen aus. Guck mal, das ist eigentlich eine Scheune, ne? Kann man tatsächlich so ein bisschen dahinter gucken schon. Und wir haben den Mobius Operator gerettet. Ich glaube sogar den Anführer von der Truppe. Der war hier oben gefangen und wir haben ganz viele Viecher gekillt. Ich glaube, der hätte sogar sterben können. Ich weiß nicht, ob wir dann versagt hätten oder ob wir einfach nicht mit ihm reden können. Das wäre mega scheiße gewesen. Aber der hätte ja mega viel Leben noch, ne? Wir haben ihn ganz gut beschützt. Wir haben leider wieder nichts an Munition. Wir haben wirklich gar nichts an Munition, oder? Also wir haben noch... Das haben wir noch. Das werde ich jetzt auch erstmal nehmen müssen. Ach scheiße, jetzt habe ich es wieder gewechselt. Ja. Naja, so ist das eben, ne? Also, gehen wir in die gute Stube. Neuer Unterschlupf, yay! Aha, guck mal, der Unterschlupf ist erst hier. Okay, hier kriegen wir noch Waffenteile. Hier auf der anderen Seite hören wir das Vieh. Come on in. They can't get in here. Mobius Operator. I'm Sykes. Unter freiem Himmel. Mission abgeschlossen. Der hat von mir gehört, was? STEM-Programmierer, lol. Ein Hacker. Oh, okay. Sie sieht irgendwie ein bisschen ghetto-mäßig aus, wie er redet auch. Hey, hold on. Was? War ich gerade ein Arsch? There's a bunch of stuff in here that you could probably use. Yeah. You can have it for saving me out there. Als Dank, okay. You want to hear my proposal? Come on back to me. Okay, ein Vorschlag. Ja klar, Alter, Nebenquests habe ich immer Bock drauf. Erstmal gönnen wir uns Kaffee. Sehr schön. Dann sparen wir uns das, die Spritze. Irgendwie, dass ich kein Leben mehr hatte, war noch nie so ein Problem. Also, dass ich irgendwie nichts mehr zum Heilen hatte oder sowas, ne? Ich habe das zwar überhaupt nicht gelevelt, aber damit habe ich überhaupt kein Problem, so wirklich. Da hinten können wir speichern. Hier ist vielleicht sogar noch was drin. Oder auch nicht. Cool. Wo meint er denn, hier haben wir Sachen? Ach so, hier ist noch so ein Lagerraum. Okay. Das sind Pistolen. Schießpulver. 4. Oh, so... Ah, dieses Ding. Vielleicht sagt er mir, wie ich die aufbekomme. Tote Mobius-Mitarbeiter. Achso, den hatte ich ja, genau. Explosionsbolzen. Sehr geil. Was haben wir hier noch? Spiegel, natürlich. Gibt es gerade einen Grund, irgendwie zurückzugehen? Nicht so wirklich, ne? Vielleicht für Munition, aber ich habe auch nicht so mega viel, Stuff, oder? Wo sehe ich das denn eigentlich? Wie viel, sehe ich das nur richtig im Menü? Inventar. Komponenten wäre das wahrscheinlich dann, ne? 12, damit kann ich auch nicht mega viel machen. 2 Shotgun-Schuss oder so, ne? Jetzt habe ich 4 Schuss hierfür. Aber warum ist denn das unterschiedlich zu meiner normalen Pistolenmunition, ne? Da habe ich jetzt 0. Kriege ich immer die Munition für die Waffe, die ich ausgerüstet habe? Bin verwirrt. Ich glaube, das ist schon andere Munition. Wobei das eine ja dieselbe Waffe ist, nur mit einer Laseroptik dran, oder? Naja. Lass uns deinen Vorschlag uns anhören. Da habe ich Bock drauf. Alright, I'm all ears. How can we help each other? I need you to restore the server inside the Miro. It should be easy enough, as long as none of those freaks are around. Here's where it's located. Ach, im Markt soll ich... Hold on, I haven't agreed to anything yet. What's in it for me? You do that for me? I can open up all the supply caches for you. And what's in it for you? If you get the server on, I may be able to find another way out of Union. Oh, ach, raus. Aus den... Oh, der will hier fliehen, will er. All I have to do is turn it on. How did the server go offline in the first place?
All I'm saying is if you turn on that server, I can give it a shot. Look at this place. It's breaking apart out there. I'm surprised anything is working. Okay. But then again, Mobius probably turned it off themselves. They've got all kinds of emergency protocols in place. Okay. And you're questioning the almighty Mobius? Ich bin ganz schön Arschloch zu dem. The moment I become expendable, well, that's when I start to look for the exit door. You get what I'm saying? Okay. Der will einfach fliehen. Raus aus Union. There's really a way to get out of Union? I'm not 100% sure, but I'm sure as hell gonna give it a try. They've lost contact with STEM. We're totally cut off. Huh. If we don't find the core, we're all gonna die in here. Unless I can figure a way out. How is that possible? You really want me to waste your time talking a bunch of technical gibberish? Sehr geil. Okay, das war's. Okay. So haben die das einfach erklärt. So, ja, technisch scheiße. Ja, komm, reden wir nicht drüber, oder? Sehr schön. Ja, das machen wir auf jeden Fall, was der sagt, ne? Weil wir haben ja schon 3 von diesen Boxen da gefunden. Auf jeden Fall wollen wir die, dass er die öffnet, ne? Sprich mit Sykes. Nochmal? Ne, das haben wir abgeschlossen, oder? Ne, aktivieren Server im Mark. Hier war auch ein PC irgendwo, oder? Nein, war hier nicht. Sehr geil. Okay, wir lassen uns kurz einmal die Map öffnen. Das war nicht die Map, das ist auch nicht die Map. Da ist die Map. Wir sollen zu unserem Unterschlupf wieder zurück. Und den Server aktivieren. Ja, guck mal, aber ansonsten... Da können wir gleich noch lang... Ach, da, guck mal, das ist aber im... Okay, das ist im Theater da hinten. Und da hinten geht's noch hier irgendwie hin, ne? Toter Mobius-Mitarbeiter. Ach, da, guck mal, da liegt der. Okay, ja, den können wir noch looten. Da waren wir gerade und hier ist noch, was wir erkunden können, ne? Ist die Frage, erkunden wir erst oder öffnen wir erstmal? Machen wir seine Quest quasi, ne? Ich meine, da bei Mobius... Ich kann mir vorstellen, dass bei seiner Quest da viele, viele Viecher sind. Wirklich viele, kann ich mir da vorstellen. What? Was war denn das jetzt? Foreshadowing? Oh nee, was ist da draußen? Das Ding ist kaputt, lol. What the fuck? Okay. Ich dachte jetzt, hier wäre ein Vieh irgendwie eingebrochen in dieses Ding. Das Feuer ist aus. Was zum Teufel passiert hier, Mann? Das Feuer ist aus. Guck mal, das ist ziemlich geil tatsächlich eigentlich, ne? Die Handaxt. Okay, wir haben da hinten alles geklärt. Wir können zum Theater, das machen wir jetzt zum Schluss, ne? Hauptquest immer zum Schluss, so macht man das ja. So mache ich das ja. Ich freue mich wirklich... Oh, da hinten ist das Vieh wieder. Ich freue mich auf jeden Fall, hier zu sein in der Stadt. Ich finde, das Stadt hat mir am Anfang so viel Spaß gemacht. Ich finde das cool, jetzt mal wieder eine neue Stadt zu haben. Oh, Pistolenmuni für mich. Ach, sein Kopf, der nicht da ist. 2 Schuss. Ich bin ein bisschen verwirrt. Da steht einfach nur Pistolenmunition, ne? Aber... Wenn ich die Waffe nehme, habe ich jetzt halt nichts, ne? Das ist eigentlich irgendwie ein bisschen fail. Jetzt kriege ich die ganze Muni hierfür. Wobei ich ja damit... Also, das sind ja... Das ist ja eigentlich dumm. Handfeuerwaffe, halbautomatisch, Handfeuerwaffe mit Feuerstoß. Ich glaube, eigentlich sollte ich das Ding... quasi in die Hand nehmen, damit ich dafür auch Muni krieg. Und im Notfall müssen wir halt so einen Fall losschießen, ne? Dann können wir noch ein bisschen erkunden in der Theorie, ne? Da waren wir noch nicht ganz. Die ist fies da gerade runtergekommen, aber gut. Ich glaube aber, dass ich da auch nicht viel weiter komme. Also machen wir das vielleicht noch. Bevor wir die Nebenquest machen, können wir das vielleicht noch machen. Teilrohr. Sicherung da hinten. In der Ecke, in der Gosse waren wir schon da hinten. In der Gasse, nicht Gosse. Sports. Ich glaube, da können wir sogar noch irgendwo rein. Viel weiter sollten wir nicht aber kommen, oder? Kurz einmal auf die Map schauen. Ich glaube, hier ist relativ früh Schluss. Da ist wahrscheinlich gleich einfach ein Abgang. Okay. Da steht zwar Open dran, aber hier kommt man nicht weiter.
Sind die Dinger nachher weg? Gehen die nachher weg, diese Dinger? Wahrscheinlich, wenn er hier nicht mehr ist, gehen die wahrscheinlich auch weg, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Okay. Ist noch eine Pflanze. Dies eine Vieh könnte ein Problem werden. Kann ich ein Fass umtreten? Vielleicht soll ich das machen. Ah, dann brauche ich... Ach, scheiße, ich muss halt die... Wenn ich das nächste Mal Munition finde, muss ich merken, dass ich mir die Waffe wechsle. Ich muss halt diese Waffe nehmen, damit ich halt Schuss habe, ne? Ich sollte die auch tatsächlich in die Schnellleiste tun. Einfach nur, ich brauche halt, ne, Munition. Ich habe nämlich das Gefühl, weshalb ich jetzt dieses Fass da kaputt gemacht habe. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier reingehe in diese Gasse, da kommt hinter mir was. Oh Gott, die ist hier mega nah. Oh, da steht da sogar. Da ist es. Ich kann da sogar drüber klettern. Ach du Scheiße. Oh, natürlich ist es hier direkt. Oh, natürlich. Bom. Alter, wie es direkt losläuft. Oh mein Gott, bin ich wirklich gegen dieses Ding da gelaufen? Das war fail. Alter, was? Ich hab doch... Oh lol, wie er sich abgerollt hat. Voll krass. Dieses Vieh, ne? Oh Gott, kein großer Fan von dem Vieh. Fuck. Okay, dann schon Munition. Ein bisschen aufpassen, dass es mich nicht einfach killt. Oh, ich habe ja noch die Axt, ne? Wir lassen das ruhig angehen hier. Okay, gehst du jetzt einfach weg oder was? In den Hintern. Okay, tot, oder? Ja, tot. Hat ein bisschen was gebraucht. Die Viecher, die halten schon echt krass viel aus. Man kann hier auch nicht mit Nahkampf einfach one-shotten. Also mit, ne, mit Schleichen. Ja, scheiße, ist halt jetzt so passiert. Ich habe ein bisschen viel. Ich habe quasi alles. Was ich so habe, habe ich für sie jetzt geopfert, aber gut. Ich glaube, das ist aber auch das Vieh, was da hinten war, ne? Das, ich glaube, das ist dasselbe Vieh aus der Gasse, ne? Gut, dass ich das Ding umgeschmissen habe. Weil, es war ja sogar noch am Brennen, ne? Das wird ja mega viel ausgehalten, ehrlich gesagt. Also wirklich, holy fuck, wie viel hat sich das Vieh ausgehalten? Oh, ich höre noch eins. Das gibt's doch gar nicht. Oh, hier ist Mobius Mitarbeiter. Guck mal. Sehr schön. Tasche für was? Schrottmunition. Tja, okay. Doch, jetzt sind wir auch hier. Oh Gott, ey. Das hier ist aber auch vom Theater aus zugänglich eigentlich. Ich hab nichts für sie, so wirklich, ne? Ich hab die Axt und ich könnte Nahkampf versuchen und dann Axt irgendwie, wisst ihr? Da ist eine Tür. Das ist Muni. Okay. Irgendwie vertraue ich solche Gassen nicht. Hotel Sanctuary.
Okay, da ist das Hotel. Können wir da rein? Hier sind Leichen. Werden die jetzt... Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, wir können da sogar rein, in das Hotel. Was ziemlich cool ist. Hier ist das Vieh, das Zeug am Brennen. Oder am was auch immer. Flatulieren. Eine Vase. Alter, diese Kamera da hinten, ne? Okay, ich glaube, erstmal ist hier nicht mehr, ne? Ah, was heißt nicht mehr? Hier ist ja schon ein bisschen was, aber... Hier geht's nicht mehr weiter in die Richtung, auf jeden Fall. Und da haben sie noch... All of Map schöne Pflanzen gemacht. Sehr schön. Bisschen Kraut. Aber weiter geht's ja auch nicht. Ich glaube, ich laufe... Ich bin... gerade bei solchen Sachen, ne? So... Hier könnten überall Statuen sein. In Bäumen. Gerade in Bäumen. Wenn ich so ein Game-Designer wäre, ne? Wenigstens in einem Baum hätte ich doch so ein Ding geballert. Das ist irgendwie ganz lustig. Bei diesen Zügen da hinten war wirklich nichts, ne? Da waren diese Hunde, aber... Ne? Mehr war da nicht. Hier ist eigentlich alles abgesperrt. Das ist schon mal eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier in dem Bereich ja alles erkundet. In diese Richtung auf jeden Fall, ne? Da hinten. Oh, guck mal, das ist ja... Kann man da auch noch hin? Nee, ich glaube nicht. Da war ich ja. Das ist auf jeden Fall das Vieh, ne? In dem Bereich, wo gerade mein Cursor war. Also das Kettensägen. Vieh. Alter, krass, ein Hotel. Ziemlich cool, ne? Muss man sich eigentlich mal angucken. Ich habe einen Explosionspfeil. Ich glaube, ich... ich heile mich. Mit meiner letzten Spritze. Und, versuche das Vieh zu killen hier. Mit der Axt-Kombo. Warte, hier war noch eine Tür, ne? Da wollen wir eigentlich auch nochmal rein. Oh, ist leider zu. Schade. Ach ne, hier war das Vieh, ne? Genau. Also quasi anschleichen. Angreifen. Ich weiß, dass das Vieh sich wehren wird und nicht direkt tot ist. Aber ich glaube, ich kriege keinen Schaden dadurch, ne? Ich glaube nicht. Und dann die Axt halt. Es leuchtet ein bisschen. Warte, wo geht denn das jetzt lang plötzlich? Außen? Nägel? Die Geräusche, die dieses Ding macht, ne? Oh Gott, da muss einer im Todesstudio richtig abgespackt sein. Na gut. Willst du auch noch irgendwie zurückkommen? Da ist sie, ja. Sie kommt zurück. Oh, jetzt müssen wir wirklich auf sie warten. Also ich habe das Gefühl, mit Nahkampf kann man schon ein bisschen Schaden machen. Dann halt Handfeuerwaffe. Na, dann halt Axt. Und weglaufen. Wie das Ding auch aussieht, ne? Auch ich werde vielleicht ein bisschen Leben verlieren. Ich warte nur auf den richtigen Moment. Dieses Umdrehen, ey. Ach. Jetzt lauf nicht, was? Jetzt läuft sie einfach. Sie lebt aber noch, ne? Ja. Oh, das hat schon gereicht. Ja, geil. Okay, sehr schön.
Hat schon Schaden gemacht und es hat aber dann doch noch gereicht. Alter, wir sind erst 20 Minuten in der Folge. Ich habe schon das Gefühl, wir haben mega viel gemacht gefühlt. Hey. Danke. Danke. Gut, dass man für die Bolzen einfach nur Metallrohre braucht, ne? Das ist schon sehr angenehm. Doch, hier kommt man rüber, ne? Ja, klar. Hier könnte man dann dahin gehen. Da liegt noch was. Man könnte, wenn man wollte, zum Theater von hier auch gehen. Also zum Theater gehen wirklich irgendwie viele Wege. Aber Theater machen wir ganz zum Schluss. Oh Gott, da ist so ein Berg. Mit Leichen, oder? Oh Mann. Da werden auf jeden Fall nicht wenig Viecher sein. Wir gehen jetzt noch schön ins Hotel. Wir haben ja noch Zeit dafür. Würde ich sagen, gehen wir richtig chillig ins Hotel. Gucken uns da noch ein bisschen um. Das Auto brennt, weil es explodiert ist. Durch das Feuer. Gut, dass ich davon keinen Schaden genommen habe. Ich war ganz schön nah eigentlich am Auto. So. Genau, da hinten ist die Gasse, wo... Genau, wo das Vieh noch ist. Ja, das müssen wir eigentlich auch nochmal killen. Wenn man ehrlich ist, einfach nur um alles gemacht zu haben, ne? Oh, hier könnte man das Wasser aufdrehen. Interessant. Okay, gehen wir da ins Hotel. Ja, ich habe nicht mehr viel. Eigentlich nix. Naja, let's go. Er ist ein bisschen näher rangezoomt, wenn man in so ein Haus geht, ne? Tasche. Kleines, gemütliches Hotel. Oh, ist das Kaffee? Aber nicht für mich scheinbar. Alter, was für hässliche Bezüge, oder? Holy fuck, sind die hässlich. Okay. Metallrohr. Und die Automaten. Sicherung. Ich warte eigentlich auf Pistolenmunition oder sowas. Ah, was ist das? Müll. Ist es eine Hand? Hat jemand versucht, seine Hand da reinzustecken? In dem Automat? Oh, XP, okay. Das war's auch schon. Ich hoffe, dass hier keine Gegner kommen. Guck mal, eine DVD-Sammlung. Blu-Rays sind dabei. Guck mal, da stehen sogar Sachen drauf, tatsächlich. Beyond. With White Fork. The Pig. Das sind alles Horrorfilme. Wie gut. Wahrscheinlich Horrorfilme. Gut, dass der dieselben Filme viermal hat. Oh, dieses Beyond-Ding, das hat er einfach viermal. Zombom. Serum Psycho. The Chapel. The Chapel? War es nicht mal ein Film, den man in DVD 1 gab es ja auch diese Plakate von dem, von den, von irgendwelchen Filmen, von so Horrorfilmen, die irgendwie jetzt bald laufen. Boxpunk. Ist halt klar, dass die halt immer wieder dasselbe hier nehmen müssen, aber sieht ein bisschen bescheuert aus, wenn hier 30.000 Mal dasselbe nebeneinander steht. Sonja Lautrek. The White. The White Star. The White Shear. The Final. White irgendwas. Das Feuer ist ganz angenehm. Klettern? Wohin? Okay, alles klar. Warum nicht? Schön auf dem Kamin klettern. Okay. Das sind sogar noch ganz normale Bilder, ne? Mal hier steht man und wartet auf Leute.
Was ein Arbeitsplatz. Gehen wir nach oben. Ich habe halt einen Schuss, weißt du, damit kann ich eigentlich nichts machen. Wen soll ich mit einem Schuss abhalten, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich auch diese Gebäude eigentlich... Also entweder ist es optional oder ich muss hier später nochmal hin. Da ist schon wieder so ein Bild. Diese Bilder, ich glaube, das heißt nachher irgendwie, ja, zerstöre alle Bilder in der Stadt. Kann ich mir gut vorstellen. Geschlossen. Was ist das, ein Hotel? Die haben aber nicht viele Zimmer. Haben die drei Zimmer hier? Oh, guck mal, das sieht aber anders aus, das Foto. Das Gemälde. Alles zu. Ich denke, wir nachher müssen wir nochmal hin. Da habe ich den Weg auf jeden Fall schon mal geklärt. Das sind wirklich... Die Zimmer sind auch nebeneinander direkt. Das ist irgendwie weird ein bisschen, oder? Schon ein bisschen. Wenn jetzt irgendwie jemand sitzen würde, das wäre krass gewesen. Weißt du, wenn da irgendwie jemand sitzt mit dem Rücken zu uns oder so. Nachdem wir hier runtergekommen sind. Das wäre krass gewesen. Dann sitzt da plötzlich einer. Ja, hier passiert noch nichts. Okay, das Geräusch war krass. Aber mehr auch nicht. Das Geräusch ist ja quasi die ganze Zeit da. Okay, gehen wir zu der Sidequest quasi. Haben wir hier noch irgendwas in der Nähe an Stuff? An Operator, die ich finden kann oder so? Scheinbar nicht, bro. Ich mache einen 360 und sehe nichts. Ansonsten waren wir überall, würde ich sagen. Es ging jetzt sogar relativ schnell. Zwei Folgen haben wir alles geklärt, ne? Oder drei. In der ersten habe ich aber nichts gemacht. Doch, da war ich auch. Da ist halt das Vieh hinten, ne? Das ist die Gasse hier. Weil und da rechts war was? Da war was? Und da rechts? Ganz kurzen Blick können wir ja nochmal riskieren, oder? Oh Gott. Ich meine, da wo sie herkommt, da waren wir safe. Hier ist sogar Feuer wieder. Hat mich nicht gesehen, oder? Ach, da waren wir. Hier ist es zu einfach, okay. Da in der Gasse waren wir. Da ist sie ja genau, ne? War da was? Alter, plötzlich kamen die so nah. Die haben wir eigentlich auch alles abgecheckt, oder? Ja, doch, hatten wir. Da kam man scheinbar nicht hin. Die lacht sich da kaputt, ey. Hier ist nichts, so. Hinter dem Auto, weißt du? Da kann ich nicht draufklettern. Da hätte ich doch auf jeden Fall was versteckt, weißt du? Naja. Ich bin ja kein Game Designer. In der Gasse, das Vieh müssen wir, glaube ich, nicht killen. Wir waren da schon mal, wir haben da alles gelootet. Für uns ist da eigentlich alles clear. So. Jetzt sind wir weg. Was? Als wenn mich das Vieh gesehen hat.
Oh Gott, das ist ein schlechter Scherz. Nee, das Vieh hat mich nicht gesehen. Absoluter Quatsch. Oh, hier ist eine Flasche. Warum habe ich das gemacht? Geh weg! Ich habe den Hydranten aufgemacht. Das habe ich überhaupt nicht gesehen, dass der ein Hydrant ist. Der ist aber auch heftig versteckt, Alter. Die Folge ist vorbei. Ja, das ging ja nochmal ganz gut. Ich würde sagen, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gehen wir zu einem anderen Unterschlupf wieder zurück. Und gehen dann ins Mark und machen die Quest von diesem Mobius-Operator da. Den Sender schalten wieder an. Also, wie gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.